Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar Marktanalyse und Trading Ideen. Mein Name ist Cyril Gregory und ich arbeite als Senior Set Trader bei Iondo Markets. Heute werfen wir wie gewöhnlich einen Blick auf den DAX sowie den US-Markt und des Weiteren thematisieren wir im Speziellen die Aktien von der Uber, vom Uber-Unternehmen, von der ThyssenKrupp AG sowie von der Nordex AG. Und ein kurzer Hinweis noch meinerseits, sämtliche Ausführungen stellen keine direkten Aufforderungen zum Traden dar. Jede Entscheidung zum Traden oder einem Top-Trader zu folgen obliegt bei den Tradern selber. Und nun geht es auch schon los. Werfen wir einen kurzen Blick auf den DAX. Waren die Ängste vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China übertrieben? Ist die Frage. Versöhnliche Töne aus Washington haben am Dienstag den jüngsten Kursrutsch gestoppt und der DAX schaffte den größten Tagesgewinn seit mehreren Wochen. Und wieder einmal hat US-Präsident Donald Trump die Börsenkurse bewegt. Diesmal nicht nach unten, sondern nach oben. Der mächtige Republikaner sendete Entspannungssignale in die Welt. Die Handelsgespräche mit China seien laut Trump nicht gescheitert. Es handele sich momentan lediglich um einen kleinen Zank, sagte er zu Journalisten im Weißen Haus. Und eine Einigung sei weiterhin absolut möglich. Auf dem G20-Gipfel Ende Juni in Japan wolle Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping reden. Jedenfalls kündigte er das an. Und die ungewohnt milden Töne von Trump stimmten Anleger mutig. Der DAX machte einen Teil seiner Kursverluste am Beginn der Woche wieder wett und schloss um fast 1% höher bei knapp unter 12.000. Und der Tech-DAX sprang gar um 2,4% nach oben. Und am Montag war der DAX um 1,5% abgesagt, nachdem China Strafzölle auf US-Waren angekündigt hatte. Und man sieht es hier ganz gut, dass der DAX sich gestern entsprechend nach der Ankündigung von Donald Trump erholt hat. Aber mittlerweile im Tagesverlauf oder am frühen Morgen beziehungsweise gab es dann wieder einen kleinen Rücksetzer und wir sind schon wieder unter die Marke von 12.000 gefallen und stehen derzeit bei 11.942 Punkten ungefähr. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Dow Jones. Auch hier die Anleger an der Wall Street haben am Dienstag erste Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China honoriert. Der Dow Jones schloss 0,82% höher als oder höher bei 25.532 Punkten und hatte im Verlauf zeitweise aber auch schon fast 1,5% im Plus notiert. Und am Montag hatte der Zollstreit den Dow um fast 2,5% ins Minus gedrückt. Und der breit gefasste S&P 500 stieg am Dienstag um 0,8% auf 2.834 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,14% auf 7.734 Punkte. Und nachdem US-Präsident Donald Trump jüngst noch scharfe und provokative Töne Richtung China angeschlagen hatte, ruderte er wie gesagt nun wieder zurück und hat den Streit eben als kleine Zänkerei mit China bezeichnet. Und jetzt sind eben alle Augen auf das kommende G20-Treffen Ende Juni gerichtet, wo es dann eben zum Treffen der beiden Regierungen zum Thema Zollerhöhung entsprechend kommt, um eben das Problem zu lösen. Und auch hier, wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir auch die Kurserholung gestern im Tagesverlauf. Und auch derzeit stehen wir hier bei 25.550 Punkten ungefähr. Das entspricht Pi mal Daumen dem Level, wo der Dow Jones gestern geschlossen hatte. Nun widmen wir uns im Speziellen den Aktien und kommen wir zu einer interessanten Aktie und zwar ist das Uber. Der ein oder andere kennt mit Sicherheit die Aktie oder hat schon mal davon gehört oder ist sogar mit einem Uber-Taxi mal gefahren. Und zwar ist Uber an die Börse gegangen letzte Woche und noch im vergangenen Herbst wurde der Fahrdienstleister Uber von den Banken mit 120 Milliarden Dollar bewertet und inzwischen ist er nur noch die Hälfte wert. Und jetzt die Frage, wird Uber zum Wertvernichter? Denn am Montagabend stürzte die Uber-Aktie an der New Yorker Börse um 10,75% auf 37,10 Dollar ab und dabei lag bereits der erste Kurs beim Börsengang mit 42 Dollar bereits deutlich unterhalb des Ausgabekurses von 45 Dollar. Und
und der befand sich bereits am unteren Ende der angepeilten Preisspanne von 44 bis $50. Und nach 2 Handelstagen notiert das Papier des Fahrdienstvermittlers nun gut 17% unter dem Ausgabepreis, was unterm Strich ein Desaster ist. Und ja, dass Aktien unter dem Ausgabepreis fallen, ist gerade bei Internetfirmen, die oft noch mit tiefroten Zahlen an die Börse gehen, nicht ungewöhnlich. Das war seinerzeit zum Beispiel auch bei Facebook der Fall, weil Anleger daran zweifelten, ob das Online-Netzwerk sein Geschäft auf Smartphones übertragen kann. Und ja, wie Sie mit Sicherheit wissen, Facebook konnte jedoch sein Geschäft erfolgreich entwickeln und die Aktie ist jetzt viermal mehr wert als beim Börsendebüt. Und Aktien einiger anderer einziger Hoffnungsträger wie Groupon dümpeln dagegen tief unter dem Ausgabepreis herum. Und ja, Uber verliert rund 1 Milliarde pro Quartal. Und das liegt aber nicht nur an den Rabattschlachten im Fahrdienstgeschäft, sondern auch an den hohen Ausgaben zur Entwicklung eigener Technologie für selbstfahrende Autos. Und hinzu kommt, die Nettoumsätze von Uber stagnieren seit 3 Quartalen. Und Uber erklärt dies mit dem Erfolg von Uber Eats. Hier muss Uber einen Teil des Umsatzes an die Fahrer der Autos und die Restaurantbesitzer abgeben. Bei Fahrdienstleistungen werden nur die Fahrer bezahlt und das im Branchenvergleich eher gering. Hinzu kommt der beinharte Wettbewerb mit Konkurrenten wie Lyft, der über die Fahrpreise geführt wird. Und ja, eine Investition in Uber ist damit eine Wette darauf, dass eben das Unternehmen zu einem führenden oder zu einer führenden Plattform für den Transport von Menschen und Gütern werden kann. Allerdings fragen sich mehr Anleger inzwischen auch, ob im Geschäft der Fahrdienstvermittler am Ende überhaupt Geld verdient werden kann. Es half auch nicht, dass wenige Tage vor der Uber-Aktienplatzierung der kleinere Rivale Lyft bei den ersten Quartalzahlen seit seinem eigenen Börsengang 1 Milliarde Minus meldete und für die nächste Zeit weitere Verluste in Aussicht stellte. Und die Aktie, die Lyft noch zu einem Ausgabepreis von $72 an den Markt brachte, ging am Montag bei nur noch 48,15 Dollar aus dem Handel. Der Börsenwert von Lyft fiel unter die Marke von 14 Milliarden Dollar. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern es hier weitergeht mit Uber. Jetzt muss man ein bisschen schauen. Und zwar ja, ist der Kurs derzeit bei 39,82 Dollar, schloss er gestern und hat sich entsprechend wieder ein bisschen erholt von dem größeren Kursrückgang am Montag, aber ist noch weiterhin deutlich unter dem Ausgabepreis von den ja, $45. Das heißt, eventuell ist es ein guter Einstieg, die Aktie günstig einzukaufen, wenn man eben der Meinung ist, dass Uber ja, zum führenden Fahrdienstvermittler oder führendes Transportunternehmen auf der Welt sich durchsetzt. Auf der anderen Seite, wenn Sie der Meinung sind, ja, Uber wird es nicht schaffen, dann können Sie natürlich auch die Aktie hier bei uns shorten und auch langfristig halten und eben die ja, von fallenden Kursen profitieren. Und ja, das könnt ihr entsprechend bei uns machen. Wir bieten auch den Rivalen Lyft an bei uns auf der Plattform. Beide können Sie entsprechend gerne bei uns handeln. Dann widmen wir uns als nächstes ThyssenKrupp. Und zwar, ja, haben Sie es wahrscheinlich mitbekommen, die Fusionspläne mit dem indischen Stahlunternehmen Tata wurden abgesagt. Und ja, und im Anschluss hat dann eben der ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff bereits vor Verlusten gewarnt. Und jetzt wird eben klar, dass das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr mit roten Zahlen abschließen wird. Und im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018-19 fiel zwar noch ein knapper Nettogewinn von 36 Millionen Euro an, wie ThyssenKrupp am Dienstag mitteilte. Im zweiten Quartal stand jedoch ein Verlust von 99 Millionen Euro zu Buche, nach einem Gewinn von 240 Millionen Euro im Vorjahr. Und die Verschuldung kletterte von 3,5 auf 4,8 Milliarden Euro. Negativ wirken sich dabei auch die Erhöhung der Rückstellung auf eine erwartete Kartellstrafe im Stahlgeschäft auf etwas mehr als 100 Millionen Euro aus. Und der Umsatz nahm leicht um 2% auf 10,6 Milliarden Euro zu, der Auftragseingang um 1% auf rund 10,4 Milliarden Euro. Auch die vor einem Teilbörsengang stehende Aufzugsparte musste etwas federn lassen. Hohe Materialkosten und der Preisdruck in den USA hätten das Ergebnis belastet. Und ja, insgesamt schrumpfte das operative Ergebnis im Halbjahr um 27% auf 685 Millionen Euro. Es soll im Gesamtjahr zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro liegen. Und unterm Strich wird ThyssenKrupp aber voraussichtlich einen Verlust einfahren. Und Kerkhoff hatte am Freitag das seit Jahren geplante Bündnis mit Tata Steel Europe ebenso abgeblasen wie die projektierte Konzernausspaltung.
Und der Firmenchef will stattdessen die Klammer Konzernkasse mit einem Teilbörsengang der lukrativen Aufzugssparte füllen und für weitere Geschäfte Partner ins Boot holen. Und ja, zudem will er in den kommenden 1 bis 2 Jahren 1,5 Milliarden Euro einsparen und in 3 Jahren 6.000 der rund 160.000 Arbeitsplätze abbauen. Und im europäischen Stahlgeschäft wurde einmal mehr deutlich, wie schwankungsanfällig die Ergebnisse sind. Hatte die Sparte in den vergangenen Jahren dank eines Sanierungskurses zugelegt, brach nun das operative Ergebnis im Halbjahr auf 76 Millionen von zuvor 359 Millionen Euro ein. Und für die Aufzugssparte wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Nach 6 Monaten war das Ergebnis mit 402 Millionen Euro um gut 20 Millionen Euro niedriger als zuletzt. Und im zweiten Halbjahr werde jedoch eine deutliche Verbesserung erwartet. Und in dem seit Jahren schwächelnden Anlagenbau schrieb ThyssenKrupp noch höhere Verluste als im Vorjahr. Hier stand ein Fehlbetrag von 57 Millionen Euro in den Büchern. Und ja, jetzt sind es keine guten Neuigkeiten, die wir hier, die jetzt präsentiert wurden von ThyssenKrupp gestern im Verlauf des Tages. Und auch hier können Sie entsprechend die Aktie entsprechend bespielen, wenn Sie der Meinung sind, ja, das Ganze geht jetzt weiter bergab und ThyssenKrupp schaffen eben nicht den Turnaround, dann können Sie die Aktie hier shorten. Wenn Sie der Meinung sind, okay, ThyssenKrupp wird mit der Sanierungsmaßnahme, mit dem Abbau der Arbeitsplätze und weiteren ja, Effizienzsteigerungen doch die Kurve kriegen, dann können Sie hier auf steigende Kurse bei uns setzen. Und als letztes widmen wir uns der Nordex SE, und zwar ja, Aktien des Windkraftspezialisten kamen am Dienstagmorgen heftig unter Druck. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal behagt den Anlegern nicht so wirklich und die roten Zahlen in der Konzernbilanz sind größer geworden. Und mit rund 7% im Minus startete entsprechend gestern die Aktie in den Handel. Der Kursrutsch der Aktie seit Anfang April geht damit ohne Zwischenhalt weiter. Und ja, das sieht man hier entsprechend seit April, wie der Kurs eingebrochen ist. Im April waren wir noch bei über 15,5 Euro, mittlerweile nur noch bei 13,1 und ist seitdem um mehr als 20% kleiner geworden, der Kurs. Und ja, am Morgen oder gestern Morgen reagierten die Anleger allergisch auf die Ergebnisse des ersten Quartals und Nordex ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerückt. Der Konzernverlust weitete sich von 19,4 Millionen auf 35 Millionen Euro aus. Auch operativ eine sehr schwache Ergebnisausbeute. Das EBITDA, sprich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, sank von 20 Millionen Euro auf 3,3 Millionen. Und niedrige Inflationszahlen belasteten derzeit das Unternehmen. Der Umsatz ging um gut 18% auf knapp 400 Millionen Euro zurück, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Und in den ersten 3 Monaten 2019 installierte Nordex insgesamt 84 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 260,9 Megawatt. Im Vorjahr waren es 522 Megawatt. Und Nordex erwartet erheblich höhere Umsätze in der zweiten Jahreshälfte und bestätigte daher die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Nach einem schwachen Start habe sich die Turbinenherstellung auf 698 Megawatt im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Und generell leidet die Branche der Windkraftspezialisten unter hartem Konkurrenzdruck und sinkenden Margen. Anfang April etwa hatte die Hamburger Senvion, die zu den 10 größten Windanlagenbauern der Welt gehört, Insolvenz angemeldet. Senvion litt auch unter der Flaute in Deutschland. Denn 2017 stoppte Deutschland sein bisheriges Subventionsmodell mit festen Einspeisevergütungen und stellte auf ein Auktionsmodell um. Andere europäische Staaten folgen. Und der Bruttozubau von Windkraft an Land brach 2018 um 55% auf 2.400 Megawatt ein. Zuletzt seien 2013 so wenige Anlagen neu aufgebaut worden. Und für das laufende Jahr erwarten der Bundesverband Windenergie und der Verband der Anlagenbauer VDMA Power Systems nur noch einen Zuwachs von 2.000 Megawatt. Und ja, das sind auf jeden Fall keine guten Neuigkeiten, was Nordex betrifft. Und ja, wie schon erwähnt, ist die Branche sowieso stark unter Druck. Und ja, auch hier können Sie sich entsprechend aufstellen, indem Sie Aktien bei uns ja, kaufen oder verkaufen. Ich bin jetzt hier eingeloggt in der Demo-Plattform. Auf der Online-Plattform können Sie diese Aktie natürlich auch online handeln. Hier jetzt in der Demo-Plattform ist die Aktie jetzt auf Telefonhandel eingestellt, aber auf der Live-Plattform für unsere Live-Konten ist diese auch
online handelbar. Und ja, dann widmen wir uns zu guter Letzt einem Signalgeber zu. Und zwar ist das der Daurex. Der Daurex ist schon lange bei uns dabei, schon seit ja, mehr als 2,5 Jahre. Und ist ein Echtgeld-Signalgeber, ist auf dem höchsten Karrierelevel angelangt und hat auch einen niedrigen Risk-Score von 1, was der niedrigste Risk-Score ist, den man überhaupt haben kann. Und ja, hat soweit eine ja, gute Performance hingelegt, bei mehr als 1.277 Trades soweit eine Performance von ja, gut 43% erzielt und das Ganze mit einer niedrigen Volatilität von 2,62%. Und auch dieses Jahr ist er gut gestartet mit einem Gewinn von 5,46%. Und ja, wie der Name schon es sagt oder vermuten lässt, Daurex, also er handelt ausschließlich den Dow Jones, also hier den Wall Street Voting. Und wie Sie hier sehen kann, können Sie hier die Trades in der Transaktionssession nachvollziehen. Und wie man hier deutlich sehen kann, zieht er den Stop-Loss in den positiven Bereich, sodass dann immer der Stop-Loss greift, beziehungsweise die Gewinne abgesichert wurden und dann auch Gewinne realisiert werden, wenn der Stop-Loss greift. Und ja, dieser Signalgeber hat auch nur eine Handvoll offene Positionen offen an und für sich, was auch ganz positiv ist, was eben das Thema Finanzierungskosten angeht. Auf jeden Fall können Sie sich den hier in Ruhe anschauen und nachvollziehen, wie er handelt und was er handelt und auch gerne beobachten mit einem Demokonto zum Beispiel und ihn in Ihrem Portfolio hinzufügen. Auf jeden Fall war es das dann erstmal soweit von meiner Seite. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, würde ich Sie bitten, die ins Chatfenster zu stellen. Okay, man scheint keine Fragen zu haben. Wunderbar. Falls Sie doch noch irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie mich natürlich gerne kontaktieren unter der Rufnummer 069 96 75 9007 oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an service@iondo.com. Zum Schluss ja, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vor allem viel Erfolg beim Traden. Auf Wiederhören.